Wir sind erneut in Belgien und besuchen das land- und forstwirtschaftliche Lohnunternehmen Julien Goffin, um einen Eindruck der Frühjahrsarbeiten zu bekommen. Es ist bereits der vierte Videoeinblick in diesen sehr vielseitig aufgestellten Betrieb. Neu im Dienstleistungsprogramm ist der Kompostwender SP50 des belgischen Herstellers Menard. Julien Goffin ist mit der Maschine in einem Umkreis von 150 Kilometern tätig. In Belgien ist die Kompostierung von Mist ein großes Thema, welches von vielen Landwirten nachgefragt wird. Häufig wird der kompostierte Mist nach dem ersten Grünfutterschnitt ausgebracht. Bei der Kompostierung wird der Stallmist mittels des schnell drehenden Rotors aufgelockert und homogenisiert. Die Ausbringeigenschaften werden dadurch deutlich verbessert. Weitere Vorteile der Kompostierung sind geringere Stickstoffverluste, die längere Lagerfähigkeit und die weitgehende Zerstörung des Unkrautsamenpotenzials durch die Erwärmung auf über 70 Grad. Mit dem SP50 lassen sich Haufen bis 5,50 Meter Breite und 2 Meter Höhe überfahren. Die Stundenleistung liegt bei etwa 500 Kubikmetern. Mit rund 120 Metern pro Stunde bewegt sich die Maschine gemächlich vorwärts. Die beiden Antriebsräder rechts und links verfügen über separat steuerbare Hydraulikmotoren, welche für den Vorschub des Gespanns sorgen. Über das Bedienteil in der Kabine wird dabei die Geschwindigkeit reguliert. Fällt die Drehzahl des Rotors deutlich ab, so gilt es, den Vorschub zu reduzieren. Der Öffnungswinkel der Heckklappe beeinflusst das Arbeitsbild ebenfalls. Es geht weiter in die weitläufigen Forstgebiete der Gemeinde Sanktfried. Wildschäden sind an den Waldrändern ein großes Problem. Bei deren Reparatur greifen die Jäger häufig auf die Maschinen von Lohnunternehmern zurück. Julien Goffin hat gute Erfahrungen mit dem Einsatz eines modifizierten Rotortillers von Duzzi gemacht. Der Rotortiller unterscheidet sich gegenüber einer gewöhnlichen Fräse durch die Meißelwalze. Das Anbaugerät ist bei dieser Arbeit so eingestellt, dass die Werkzeugspitzen der Meißelwalze knapp über der Grasnarbe rotieren. Zusammen mit der Prismenwalze werden damit herausgebrochene Grassoden planiert und rückverfestigt. Auf Kundenwunsch läuft der Nachsaatstreuer mit. Zum Valtra T174. Auf über 1000 Hektar wird der Traktor dieses Jahr mit der Grünlandpflege beschäftigt sein. Aber auch Rekultivierungsflächen wurden mit dem Güttler Green Master bereits bearbeitet oder Zwischenfrüchte ausgesät. Schwerpunkt ist die Grünlandpflege im Frühjahr, um die Grasnarbe zu lüften, Schadstellen einzuebnen und Altgräser auszukämmen. Auf 7,80 Meter Arbeitsbreite übernimmt diese Aufgabe das einstellbare Striegelfeld. Mit dem Nachsaatgerät wird je nach Kundenwunsch zwischen 10 und 25 Kilo pro Hektar Saatgut dosiert und über die kleinen Prallteller verteilt. Die nachlaufende Prismenwalze hat sich in vielen Güttlermaschinen bewährt. Mittlerweile konnte auch das Stallbauprojekt der Familie Goffin nahezu fertiggestellt werden. Am Dorfrand von Born in Belgien sind 100 Milchkühe in den Neubau eingezogen. Gemolken wird mit 2 Layli-Robotern. Der Bau einer Molkerei für die anteilige Direktvermarktung der Milchproduktion steht kurz bevor. Das Thema Grünland wird das Lohnunternehmen Julien Goffin ab sofort noch stärker beanspruchen. Zur Saison 2019 gehen eine neue Presswickelkombi sowie ein Ladewagen in Dienst. Für die schwereren Jobs ist der Betrieb mit dem neuen Valtra T254 aber gut gerüstet. Bestellt wurde der Finne mit RTK-Spurführung und Rückfahreinrichtung. Die neue Smart Touch Bedienkonsole ermöglicht komfortables Arbeiten.
Bei diesem Auftrag gilt es für einen Kunden, Grünland zu erneuern. Bereits vor einer Woche wurde die Fläche mit dem 6 Meter Supermax aufgerissen. Nach dem Abtrocknen erfolgt nun eine zweite Bearbeitung. In wiederum einer Woche wird dann mit der bereits gezeigten Duzzi-Fräse das Feld eingeebnet und neu angesät. Der Clou? Auf den Einsatz eines Totalherbizids wie dem in der Kritik stehenden Glyphosat kann so verzichtet werden. Sobald die Saison etwas weiter vorangeschritten ist, werden wir wieder beim Lohnunternehmen Julien Goffin in Belgien vorbeischauen. Um keine neuen Videos mehr zu verpassen, abonniert einfach diesen YouTube-Kanal.